ist ganz schön warm an der Hand. Ist ja fast zu warm, ne? Das bricht mir das Herz. Ah, dann kannst du das Glas besser in der Flamme sehen, was das Glas macht. Krass. Ja. Matthias gibt alles. 3 Tage lang stellt er Christbaumkugeln und Figuren aus Glas her. Und zwar in einer der größten Glasmanufakturen Deutschlands, bei Inge Glas in Neustadt bei Coburg. Das Unternehmen macht hier den Christbaumschmuck noch traditionell von Hand. Morgen. Guten Morgen. Hi. Hallo, ich bin Matthias. Marie. Hi. Junior-Geschäftsführerin Marie Müller-Blech führt damit eine alte Familientradition weiter, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. So, wir sind angekommen. Guten Morgen. Morgen. Hier sind wir jetzt in der Malerei. Das ist aber schön. So habe ich mir wirklich ein bisschen die Weihnachtsmann-Werkstatt vorgestellt mit den Elfinnen. Aktuell bemalen hier tatsächlich nur Frauen die Kugeln und Figuren. In Handarbeit und mit viel Fingerspitzengefühl. Ja, man hat die Konzentration richtig in diesem Raum gespürt. Da hat keiner irgendwie rumgescherzt oder so. Manche hatten Kopfhörer drin, aber die meisten waren völlig in diesem Maltunnel. Ist denn der 24. für dich dann noch besonders, wenn du das ganze Jahr über schon die ganzen schönen Sachen siehst? Ja, das Besondere an Weihnachten ist dann eigentlich, dass man das ganze Jahr dafür arbeitet. Für die Bemalung des Glasschmucks gibt es strikte Vorgaben. Einfach drauf losmalen geht nicht. Glasveredlerin Stefanie bemalt seit 33 Jahren Figuren und Kugeln und steht Matthias jetzt zur Seite. Stefanie, ich bin der Matthias und ich bin ganz neu in der Weihnachtswerkstatt. Also ich habe schon diverse Bäume geschmückt, aber noch nie eine Kugel bemalt. Ja, das schauen wir mal. Trotz Handarbeit müssen die Kugeln später alle gleich aussehen. Ich befürchte, dass das hier das finale Produkt ist, oder? Ja, genau. Das ist das Muster dazu. Boah, das ist ja ganz filigran und zart. Ich male eigentlich so normal nicht. Wenn, dann nehme ich ein Edding und mache so Comic-Style oder so, aber dass ich wirklich so, das ist eigentlich nicht meins. Vielleicht steckt ja doch ein großer Künstler in Matthias. Die wichtigsten Arbeitsutensilien für den Anfang. Da ist der Kleber drin in dieser Flasche. Das ist eine dünne Kanüle. Wir machen jetzt nur diese Ranken. Freihand schön geschwungene Linien ziehen und Glimmer drüber streuen. Sieht bei Stefanie ganz einfach aus. So, muss ich jetzt hier schon sehr vorsichtig sein? Gehen die schnell kaputt oder kann gehen man die so... schnell kaputt, man muss halt aufpassen, aber im Moment, es ist gehen. Erst die kurze und dann die lange nach unten. Erst die kurze und dann die lange nach unten? Ja. Wie sehr muss man dann drücken? Na, schon ein bisschen, ne? Ja, ja, ein kleines bisschen, ja. Das hast du jetzt einfach mal so... Genau. Und meine sind so ein bisschen hakig geworden, ne? Ja. Ich drück zu wenig. Ich will jetzt hier diesen Flow von dir hinkriegen und dann dadurch drücke ich zu wenig. Als ich diese filigranen Ranken gesehen habe, dachte ich so, was, das ist jetzt der Einstieg oder was? Das ist ja überhaupt nicht leicht. Aber so nach und nach habe ich mich da eingegroovt und ich war eigentlich ganz zufrieden. Die Blätter waren das Problem. Denn auch da heißt es, frei Hand bitte. So, gut. Ja? Oh, scheiße. Oh, verdammt. Oh Gott. Aha. Mann. Das tut mir in der Seele weh, du, wenn ich dann so eins mache. Und das kannst du ja auch nicht mehr wegmachen. Das bricht mir das Herz. Nicht unbegründet. Bevor die Kugeln und Figuren hier bei den Malerinnen landen, haben sie schon einen langen Weg hinter sich. Nachdem sie aus der Glasbläserei kommen, wird eine Silberlösung eingespritzt. Die reagiert mit Hitze. Durch das Schwenken in heißem Wasser entsteht ein gleichmäßiger Silberspiegel von innen. So glänzen sie später viel intensiver. Nach dem Trocknen bekommen die Einzelteile ihre Grundfarbe. Und einige Stücke schon mal einen Voranstrich, bevor sie in die Hände der Malerinnen gelangen. Und heute natürlich auch die von Matthias. Na, wie macht er sich? Hallo. Es wird besser. Ja, mittlerweile geht es mir ein bisschen leichter von der Hand. Also das merke ich auch. Meinst du denn, die könntest du schon verkaufen? Nee, also es ist ein anderes Muster. Es hat auch was. Es hat auch was. Es hat auch was bedeutet, auf gut Deutsch übersetzt. Das ist leider nichts geworden, oder? Ja. Ja, es sind natürlich jetzt, was das Filigrane angeht, schon Welten. Das gebe ich zu. Ich war gerade so stolz auf meine Kugel, aber wenn ich jetzt die Profikugel daneben halte, ja, okay, klar, verstehe ich. Was Matthias nicht weiß,
am nächsten Tag wird's nicht leichter. Hallo, morgen. Ich sehe ganz viele dünne, feine Pinsel. Was steht denn heute an? Gesichter malen. Gesichter, okay. Da braucht man feine Pinsel, eine sehr ruhige Hand. Matthias' Aufgabe, einem Hund Leben einhauchen. Ein Hund ist ja eigentlich nicht so richtig weihnachtlich, ne? Eigentlich nicht, aber wer Hundeliebhaber ist. Und da haben wir ja viele in Deutschland. Ja. Der möchte auch einen Hund am Baum haben, ne? Ich gehöre auch dazu. Ja. Neben Hunden stellt die Firma ganzjährig Glasschmuck aller Art zum Aufhängen her. Ob Lebensmittel, Tiere oder Unterwasserwelten. Dekoration, zum Beispiel für Hotels, Restaurants oder die eigenen vier Wände. Sofern Matthias jetzt eine ruhige Hand beweist. Wie findest du? Doch. Ist okay. Okay, immerhin. Guck mal, immerhin okay. Ja? Ist ein guter Start. Matthias ist voll im Malertunnel. Da vergisst er sogar zu reden. Ich kann nicht. Ich muss mich konzentrieren. Und das war natürlich auch schwierig. Du weißt, da hat ein Glasbläser mit sehr viel Arbeit eine tolle Form hergestellt. Und dann kommt nicht daher und macht da irgendwie einen Strich falsch und dann ist es letztendlich schon Müll. Das war ein komisches Gefühl und auch ein unangenehmer Druck. Damit Matthias weiß, wer hinter den Stücken steckt, zeigt Marie ihm die Glasbläserei, wo Menschen die Figuren und Kugeln noch mit dem Mund blasen. Jessie ist hier seit 8 Jahren Glasbläserin. Das auf 740 Grad erhitzte weiche Glas bläst sie mit dem Mund in die Form. So entstehen die Figuren. Wahrscheinlich bist du die auf den Kindergeburtstagen immer die Luftballons aufblasen muss, oder? Hast du ein größeres Lungenvolumen? Das wäre ich öfter gefragt, aber das ist so nicht. Wir brauchen gar nicht so viel Puste, weil das Glas so weich ist, dass es sich relativ einfach aufblasen lässt. Jetzt ist Matthias dran. Allerdings probiert er es mit etwas Einfacherem. Einer Kugel frei, Mund geblasen. Gaspedal komplett durchtreten, dann kommt das Gas an. Ah, okay. Und wenn du den Fuß vom Pedal nimmst? Weggehe, wird die Flamme ganz klein. Wichtig ist, dass du am Anfang erst nur ganz wenig reinbläst. Nicht denken, oh Gott, das bläst sich nicht auf. Pust du mal so gegen meinen Arm? Ah, nur wenig? Ganz wenig. Ja. Und wenn du dann merkst, okay, jetzt muss es größer werden, dann ein bisschen stärker. Wie stärker? Machen wir erst langsam und dann stark. Also, Okay, immer noch nicht so viel, wie ich dachte. Nein, also, genau. Nicht so wie in so eine Tuba oder so. Nein, weniger wie beim Luftballon. Um loszulegen, brauchst du erstens eine Brille, weil die dir das Gelbe aus der Flamme filtert. Dann kannst du das Glas besser in der Flamme sehen, was das Glas macht. Krass. Ja. Hier kommt schon ein Kollege und bringt mir schon mal Eispray, wenn gleich mein Arm brennt. Das ist ja nett. Ich bin total aufgeregt. Das gibt's ja gar nicht. Genau so, richtig? Ja, und jetzt schön gleichmäßig drehen. Ja, ich habe dann gedreht und so. Und die Jessie meinte ja auch weiter. Und das war ja so ein paar Zentimeter neben der Flamme. Ne? Das ist ganz schön warm an der Hand. Ja. Das ist fast zu warm, ne? Habt ihr auch so einen dünnen Handschuh da an? Jetzt aber schon gut, oder? Nein, noch nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, kriege ich jetzt schon meine Hand oder was? Nein, ein bisschen noch. Meine Hand wird warm. Ja. Meine Hand wird sehr warm. Es wurde echt heiß. Geh raus aus der Flamme und puste. Schnell, schnell, schnell. Ja. Dollar, 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 Dollar. Noch ein bisschen mehr. Ah, jetzt ist vorbei. Nee, eine Birne! Ich habe gleich eine Birne gemacht. Ziel war eigentlich eine Kugel, aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Matthias darf's noch mal versuchen. Wow! Eine super runde Ebene. Wunderschön. Oh nein! Aber mein Boden ist hier unten. Ja, dein Abschmelz, also dein Glas ist nicht ganz gleichmäßig verteilt. Oh, war das aufregend. War das aufregend. Ich bin mit den Nerven am Ende für heute. Ich zitter am ganzen Körper. Nach der ganzen Aufregung will Matthias mehr über Jessie und ihre ungewöhnliche Berufswahl wissen. Auch wenn beim Bemalen nur Frauen sind.
Nebenan beim Glasblasen sind Frauen selten. Sag mal, was gibt dir eigentlich dieser ganz besondere Job? Also ich liebe Weihnachten und deshalb macht mir das einfach unglaublich viel Spaß, die Kugeln, die Formen herzustellen, zu sehen, wie es dann an unsere Kunden geht, wie sich der Endverbraucher freut. Ja. Ist einfach schön. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, diesen Job zu machen? Also drauf gekommen bin ich, weil meine Oma schon hier gearbeitet hat als Malerin und ich wollte einfach den kompletten Prozess kennenlernen. Ich wollte was Handwerkliches machen, ich wollte aber trotzdem was machen, was ein bisschen einen künstlerischen Aspekt hat und das vereint einfach der Beruf für mich. Und was sagt die Oma? Die Oma platzt vor Stolz. Die ist einfach mega happy, dass ich das weiterführe, dass mir das immer noch Spaß macht und dass sie natürlich der Antrieb war, um das zu machen. Das freut sie enorm. Schön. Vielen Dank, dass ich mal ausprobieren durfte. Gerne. Und ich liebe auch Weihnachten. Und trotzdem kamen Auberginen und Würstchen raus. Naja. Bei dir kommt die Routine noch. Ich hoffe, danke. Ja. An Tag 3 braucht Matthias allerdings wieder Malerroutine. Die Kugel war ja schon nicht einfach. Der Hund, das Hundegesicht, war eine große Herausforderung. Aber dann kam der Endgegner, der Weihnachtsmann. Wir machen jetzt die Augen rein. Die Augen, das Feine. Ja. Bin ich dafür überhaupt schon bereit? Wir probieren's. Mit 21 Arbeitsschritten allein in der Malerei ist das eine der schwersten Figuren. Je öfter man hinschaut und je genauer, desto mehr Details sieht man. Beängstigend. Etwa 3 Stunden dauert es, bis ein einziger Weihnachtsmann fertig bemalt ist. Deswegen kostet er auch 38 Euro. Eine Kugel gibt's schon ab 5 Euro. Kommt da oben noch was hin? Nee, da kommt nichts mehr hin. Ich glaube, ihr könnt alle froh sein, dass ich kein Chirurg geworden bin. Die Millimeter-Sache ist nicht meins. Über 10 verschiedene Farben und Glimmersorten trägt Matthias auf. Malt er daneben? Kann das in den meisten Fällen niemand mehr korrigieren. Jede minimale rote Farbe im Grün oder im Gesicht oder im Bart ist das Ende des Weihnachtsmannes. Kann nicht verkauft werden. Ah! Ist was am Handschuh? Nein! Ah nee, es geht ab. Ja, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann ist mega ärgerlich. Und auch wenn es auf den ersten Blick gut aussieht, muss jedes Stück durch die Endkontrolle. Bei Matthias übernimmt das Junior-Geschäftsführerin Marie persönlich. Können diese Weihnachtsmänner in den Verkauf? Oh oh. Oh oh. Hey Marie. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal an. Mhm. Nee. 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 Also sie sind schön geworden, aber es ist im Handwerk immer so, ja, es sind Unikate, aber wenn es dann so über die Augen rausgeht, dann ist es zu viel. Es ist natürlich für mich irgendwie ein bisschen traurig, aber ich bin trotzdem stolz auf das, was ich hier hingekriegt habe, weil das ist wirklich kein 0815-Stück und ich habe sie alle 5 lieb. Ich muss aber sagen, also auch wenn wir davon leider keinen verkaufen können, hast du das schon wirklich gut gemacht, dafür, dass du jetzt erst 3 Tage da warst. Respekt dafür. Vielen Dank, dass ich mal reinschnuppern durfte. Das waren echt spannende Tage. Sehr gerne. Ich habe viel gelernt. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und natürlich vielen Dank an Stefanie. Tschüss, ihr Lieben. Frohe Weihnachten. Ciao. Frohe Weihnachten. Faszinierend, dass hier noch wie vor 200 Jahren Christbaumschmuck hergestellt wird. Mit ganz viel Liebe und Handarbeit. Okay, Handarbeit, da habe ich mich schwer getan, aber es war ein tolles Erlebnis. Und ich finde es super, dass es solche Betriebe heute noch gibt.